Nach den heftigen Unwettern in den letzten Tagen muss in Deutschland am Donnerstag mit noch extremeren Wetterausbrüchen gerechnet werden. Es drohen Unwetter mit extrem heftigen Regenfällen und erhöhtes Tornadorisiko in Mitteldeutschland. In mittleren und östlichen Landesteilen werden Gewitter und Starkregen erwartet. Die Regenfälle kommen am Vormittag in Nordrhein-Westfalen und im südlichen Rheinland-Pfalz auf. Im Laufe des Tages ziehen sie den Prognosen zufolge langsam nordostwärts bis ins südliche und östliche Niedersachsen. Im Süden und Südwesten könnte es zu Gewitterzellen und Orkanböen von 120 Stundenkilometern kommen, sowie zu Hagelkörnern von 5 bis 7 cm Größe.